Hallo Leute, ich begrüße euch wieder ganz herzlich bei Zuhause Training. Mein Name ist Alex Jankulek. In diesem Video zeige ich euch einen weiteren Bizeps-Triceps-Workout in diesem kleinen Fitnessstudio. Ich habe euch bereits diesen Workout in zwei Varianten gezeigt, und zwar mit dem eigenen Körpergewicht, mit den sogenannten BDE, Bodyweight Exercises, und zum anderen habe ich euch auch eine Variante ganz klassisch mit den freien Gewichten gezeigt. Heute werde ich euch zeigen, wie man an diesen Zuggeräten oder an einem Multizuggerät diese Übungen ausführen kann. Ich verstehe natürlich, dass nicht jeder zu Hause so ein Zuggerät hat, das ist ganz, ganz klar. Deshalb kann man all die Übungen auch mit einem Fitnessband in entsprechender Stärke durchführen, sodass diese Übungen dann auch recht effektiv für den Muskelaufbau bzw. andere Zielsetzungen zu gestalten sind. Nun, ich werde diesen Workout nicht kommentieren, wie ich das in letzter Zeit gemacht habe, sondern werde einfach alle Übungen nacheinander kurz durchführen im Videomodus mit Hintergrundmusik. Was ich noch vielleicht ganz kurz ansprechen würde, ihr könnt es folgendermaßen durchführen. Entweder führt ihr alle Bizepsübungen durch nacheinander und danach startet ihr mit den Trizepsübungen oder auch umgekehrt, je nachdem, wie eure Prioritäten verlagert sind. Ich mache es normalerweise im Supersatzmodus, das heißt, ich mache immer eine Übung Bizeps, anschließend mache ich eine Übung für den Trizeps. Was ich ab und zu auch einbaue, sind Dreifachsätze, bestehend aus einem Satz Bizeps und zwei Sätze für den Trizeps, für die unterschiedlichen Köpfe. Nun, euch auf jeden Fall viel, viel Spaß beim Nachmachen, viel Erfolg beim Training. Bis demnächst. Wir sehen uns dann. Alex Jankulek, Zuhause Training. Tschüss.